Endlich ist es wieder soweit, Weltpremierenzeit bei The Car Crash Review. Ich darf euch heute den voll elektrischen Skoda Elroq zeigen, also die elektrische Variante vom Karoq. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, ja, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert hier auch unseren Kanal The Car Crash Review. Gibt es nämlich jeden Tag um 17 Uhr ein Video von Jan oder auch von mir. Und ihr seid ihr bestens informiert. Und was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden über die Optik sprechen, über den Innenraum, über das Kofferraumvolumen, über die Motoren, eben alles machen, was euch interessiert. Habt ihr darauf Lust? Sehr gut, dann würde ich sagen, los geht's! Just ride one time for your mind. Hier vorne angekommen, erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die? Die machen für euch das Leben einfacher, denn die vergleichen für euch unter sehr vielen Leasinganbietern und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Jetzt sprechen wir aber erstmal über die elektrische Historie bei Skoda, und den Enyaq gibt es ja seit 2020. Das Coupé kam dann 2022 auf den Markt. Natürlich gab es auch noch den Skoda Citygo, aber der Elroq kommt jetzt eben 2024 auf den Markt. Ist ein Kompakt-SUV, 17 cm kürzer als der Enyaq, hat aber den gleichen Radstand von 2,77 m. Wir sind den bereits hier gecovert auf dem Kanal gefahren, deswegen schaut da auch gerne mal vorbei. Heute geht es aber hauptsächlich ums Design, um den Innenraum, um die Ausstattungsvarianten, eben alles, was euch interessiert. Der wird im Lada Boleslav gebaut, im gleichen Werk wie auch der Skoda Enyaq, und steht auch auf dem MEB, also auf dem modularen Elektrobaukasten, genauso wie ein Cupra Born, ein VW ID.3, die ja deutlich kürzer sind, aber eben auch ein VW ID.4 bzw. ID.5, ein Audi Q4 oder eben auch ein Cupra Tavascan. Wettbewerbsumfeld ist unter anderem ein Peugeot E3008 oder auch ein Mercedes EQA, ein Kia EV6, ein Zeekr X, ein Smart Hashtag 3 oder ein Volvo XC40. Also Kompakt-SUV, der Elroq ist jetzt 4,49 Meter lang. Und bei den Farben wird es jetzt ganz spannend, da gibt es nämlich insgesamt 9 Stück. Das hier ist jetzt die Lounge-Farbe. Heißt, Thymiangrün ist eigentlich auch so ein Pastellgrün. In dem Licht sieht es jetzt eher ein bisschen gräulich aus. Ich finde die Farbe aber wirklich sehr schön. Und von vorne ist es jetzt das erste Modell, was dem Modern Solid Design Prinzip entspricht. Wir haben euch ja auch schon den Vision 7S vorgestellt, das Concept Car, das ist quasi eben die Designphilosophie, die auch die nächsten 6 Elektroautos bei Skoda bekommen sollen. Das wird unter anderem der Epic sein, also eine kleinere Variante. Es wird aber auch noch einen 7-Sitzer geben und vor allem auch einen Kombi, weil Skoda steht ja eben auch für Kombis. Wenn wir uns den jetzt von vorne anschauen, dann fällt erstmal auf, dass hier vorne jetzt nicht das Skoda-Logo drauf sitzt, sondern Skoda komplett ausgeschrieben ist. Das gab es so noch nie bei der Marke, ist jetzt erstmalig eben bei dem Elroq so. Und unten drunter ist das Tech Deck. Das ist sozusagen hier diese Spange, die einmal durchgeht. Darunter befinden sich sehr viele Radare, Sensoren, und es gibt es optional eben auch beleuchtet. Dann hat es hier so aufrecht stehend nochmal wie das Crystal Face beim Enyaq die Möglichkeit, nochmal eine schöne Lichtanimation zu machen, und vor allem ist es dann auch eben nachts beleuchtet. Vorne dann auch nochmal eine kleine Kamera integriert. Sehr schön, ja, symmetrisch hier alles. Und wenn wir den Blick hier rüber wandern lassen, dann gibt es serienmäßig ein Voll-LED-Licht und optional ein Matrix-LED-Licht. Matrix-LED-Licht bedeutet, das kann Schilder anblenden, gleichzeitig aber auch Gegenverkehr abblenden. Damit fahrt ihr permanent mit Fernlicht. Und die Leuchten hier haben jetzt auf jeder Seite 36 LEDs. Tagfahrlicht oben. Unten die Hauptleuchte, sehr schön dann auch nochmal, das ist eine Neuinterpretation von diesem Vier-Augen-Gesicht. Hier an der Seite seht ihr übrigens auch eine sehr große Öffnung. Der CW-Wert liegt bei 0,26, was wirklich sehr gut ist für ein SUV. Und von vorne seht ihr eben, das Design ist sehr eckig, sehr kantig, aber trotzdem sehr clean gehalten. Und der Stoßfänger ist jetzt hier auch nochmal in so einem Silber abgehoben. Schöner Kühlergrill hier unten dann auch nochmal. Ich bin gespannt, was ihr jetzt zur Front sagt. Und wir gehen jetzt mal an die Seite und sprechen über die Ausmaße. 4,49 Meter ist er lang, 1,88 Meter breit, 1,65 Meter hoch und hat einen Radstand von 2,77 Meter, also genau der gleiche Radstand wie auch der Skoda
ENIAC, aber er ist 17 cm kürzer. Kürzere Überhänge, soll dadurch auch eben Wendekreis von nur 9,3 Meter und ist wirklich super wendig. Schaut gerne mal in unseren Fahrbericht. Gibt es mit Heckantrieb oder eben mit Allradantrieb. Hinten Trommelbremse, vorne Scheibenbremse, genau, schaut gerne mal rein. Und die Felgen gehen von 19, 20 bis 21 Zoll. Optional gibt es auch noch ein DCC, also ein Dynamic Chassis Control. Heißt, man kann eben die Federung auch nochmal in verschiedenen Stufen anpassen, von sehr komfortabel bis hin zu sehr sportlich. Hier vorne sieht man, dass es jetzt erstmal eine Plastikbeplankung um die Reifen gibt. Es gibt auch nochmal hier so ein kleines Element, was besser für den CW-Wert ist. Und hier jetzt wirklich die größte Zollvariante und ich finde, das sieht richtig schick aus eben in dem Radkasten. Zweifarbige Felge auch nochmal. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch das hier so gefällt. Und genau, so viel dazu. Hier ist auch nochmal so ein kleines Design-Element. Unten dann auch nochmal sehr viel Kunststoff. Und das Praktische ist, wenn ich jetzt hier die Tür aufmache und irgendwo dagegen donner, dann haben wir hier unten erstmal ganz schön einen Skodder stehen als Lichtanimation bzw. Projektion. Aber ich mache mir hier halt den Lack nicht kaputt, wenn ich den irgendwo dagegen knalle. Spiegelkappen sehen so aus wie auch beim ENIAC. Oben lackiert, integriert, dann auch nochmal der Blinker. Und nach unten hin seht, da gibt es eine 360-Grad-Kamera. Und optional kann man das Dach auch schwarz abgesetzt nehmen. Ob es ein Glasschiebe-Panoramadach geben wird, weiß ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Werden wir wahrscheinlich nachreichen. Aber wenn ihr das schwarze Dach habt, dann ist auch die Dachreling in einem Schwarz. Die kleine Simply Clever-Lösung da vorne hat euch Jan gerade schon gezeigt. Hier ist auch nochmal eine, nämlich der Schirm für die richtigen Gentlemen da draußen. Kann man die auch rausnehmen, falls es regnet, der Lady hier dann eben den Schirm aufmachen oder auch sich selber. Ihr müsst ja nicht nass werden und hier dann auch wieder sehr einfach reinmachen. Und vor allem gibt es da drin noch eine Abtropffunktion. Sehr gut. Jetzt machen wir hier mal wieder zu und sprechen noch über die silberfarbene Umrandung um die Scheiben. Hinten sehr große Fläche dann auch nochmal zum Rausgucken. Und beim Heck sieht man jetzt, dass es auch zwei Optionen eben beim Licht gibt. Serienmäßig LED und optional gibt es dann eben auch noch so durchwischende Blinker. Und die erinnern jetzt wieder, wie wir es so gerne sagen, an die böhmische Kristallkunst. Skoda macht ja immer sehr besondere Leuchten. Finde ich sehr schick. Wir schauen gleich nochmal in Ruhe da rein. Erstmal zum Laden. Es wird insgesamt 4 Motoren geben. 3 Akkuvarianten. Bei den Akkuvarianten ist es so, dass es einen 55 Kilowattstunden fassenden Akku gibt, einen 63 und einen 82 Kilowattstunden fassenden Akku. So. Die kleineren Varianten brauchen ungefähr 5,5 Stunden mit 11 kW. Die kleineren Varianten brauchen ungefähr 5,5 Stunden mit 11 kW. Die größeren brauchen ungefähr 8 Stunden mit 11 kW. Aber man kann den mit bis zu 175 kW laden. Dann braucht er von 10 bis 80% nur 25 Minuten. Die kleineren brauchen dann ungefähr 28 Minuten. Hier seht ihr das, DC funktioniert auch. Reichweite liegt zwischen 350 bei der kleinsten Variante bis hin zu 560 bei der heckangetriebenen Variante oder 550 bei der 80er X-Variante, also bei der Allrad-Variante. Jetzt machen wir hier nochmal zu. Mehr Details zu den Motoren gibt es dann gleich bei der Motorsequenz. Die Leuchten, sehr dreidimensional geformt, super schön, jetzt hier auch nochmal um die Ecke gehend, integriert hier auch nochmal die Heckklappe. Unten drunter steht immer die Motorisierung. Es gibt den ja als 50er, als 60er, als 85er und als 85er X, also quasi die gleiche Nomenklatur wie auch beim ENIAC. Aerox steht dann da unten auch nochmal schön. Es gibt einen großen, in Kunststoff abgesetzten Dachkantenspoiler, Haifischflossenantenne und hier unten muss man dann nach der Waschanlage noch mal ein bisschen nachhelfen. Bremsleuchte ist noch integriert und es gibt auch einen Scheibenwischer nach hinten. Bodenfreiheit sieht gut aus. Hinten dann auch noch mal ein sehr schöner Stoßfänger, der sportlich gezeichnet ist. Und es gibt auch eine Anhängerkupplung, die kann ich euch auch gleich rausfahren. Der wird wahrscheinlich wie beim ENIAC bis zu 1,2 Tonnen ziehen. Jetzt schauen wir uns aber das Kofferraumvolumen an. Das liegt zwischen 500, also 480 bis 1500 80 Liter und ist wirklich groß. Ladekante geht mir jetzt bis zum mittleren Oberschenkel, fühlt sich sehr gut an und vor allem, was ich super finde, bevor ich dir das Licht gebe, Jan, ich mach's schon mal an, ist jetzt, dass wir hier nochmal so ein kleines Plastikteil haben. Da kann man dann nicht so viel zerkratzen, eben, was ganz praktisch ist, wenn man was rein und raus hebt. Aber man hat eben trotzdem schön abgesetzt, alles nochmal in so einem dunklen Material.
Der Kofferraum ist sehr flexibel, sehr viele Simply Clever Lösungen. Der hat ja keinen Frunk vorne, das heißt, man musste eben gucken, dass man hier hinten das Ladekabel einigermaßen clever versteckt bzw. dann eben lagern kann. Warum einigermaßen clever? Hier oben wurde es dann eben in die Hutablage integriert, kann man dann hier auch rausmachen, kriegt es auch wieder relativ einfach rein. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das im doppelten Ladeboden zu machen. Das ist hier jetzt auch nochmal exemplarisch drin. Das heißt, es gibt nochmal so ein extra Fach aus Styropor, wo ihr das dann einfach reinlegen könnt. Natürlich ist ein Frunk vielleicht ein bisschen besser, aber ehrlicherweise, man lädt den hinten, also warum soll man nicht auch hinten einfach die Ladekabel rausholen? So, an den Seiten seht ihr Fächer. Es gibt auch die Anhängerkupplung, die können wir vielleicht zuerst rausmachen. Geht halb elektrisch raus. Einmal zum Hochklacken, so dann eben wieder runter. Sehr praktisch, und sonst gibt es hier eben nochmal so einen ganz kleinen Haken und vor allem hier dann den QR-Code, den könnt ihr scannen, dann werden verschiedene Feature dann auch nochmal erklärt. Auf der anderen Seite ist dann auch nochmal so ein kleiner Haken, den man rein und raus machen kann. Und ich würde vorschlagen, ich mache jetzt mal noch die Hutablage weg. Schauen wir uns nämlich das Kofferraumvolumen komplett nochmal an. Das ist jetzt ein bisschen schwerer, weil wir jetzt halt das Ladekabel unten drin haben. Aber was ganz praktisch ist, ich kann jetzt hier super easy die Rückbank von hinten umklappen, komme da auch einfach hin. Hier gibt es übrigens dann auch eine Durchreiche, mache ich euch vielleicht auch mal runter. Heißt, ihr könnt auch längere Sachen transportieren. Einmal so und einmal so, und das ist eben das volle Kofferraumvolumen. Mach das mal noch weg. Alles mit Filz ausgekleidet, und da wird es natürlich wieder die typischen Matten von Škoda optional geben. Da wird es auch wieder die Cargo-Option geben. Also Zubehör ist bei Škoda ja immer eine ziemlich coole Sache, weil es echt wirklich clever ist. So. Verarbeitung ist hier oben gut. Und jetzt gibt es ein Feature, was ich richtig toll finde. Wenn ich jetzt nämlich hier schließe, sieht man, dass hinten die Leuchten nochmal reagieren und mir sagen, ist richtig geschlossen. Na, klappt nicht, wenn das Tagfahrlicht an ist. Wenn es aus ist, dann macht er nochmal so einen kleinen Aufblinker. Ich mache es aus, okay. Und dann blinkt er eben nochmal so ein bisschen auf und sagt mir eben, ja, super gemacht, ist richtig zu. Ist aus. Schauen wir mal, ob es klappt. Vorführeffekt. War vorhin auf jeden Fall so, ich habe es ausprobiert. Naja, ist jetzt hier auch noch immer Vorserie. Wir machen das jetzt hier wieder richtig an und gehen gemeinsam auf die Rückbank. Schauen wir mal, wie weit die Tür aufgeht. Sehr weit. Ich kann jetzt hier auch sehr einfach die Bank nach oben klappen, und die Sitze finde ich wirklich richtig gut. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Warum finde ich die richtig gut? Weil ich sie sehr modern finde und irgendwie auch super bequem. Denn es gibt hier innen sehr viel Orange. Wie die Car Crash Review. Schaut mal, hier oben gibt es dann auch noch Leuchten, die per Touch eben ja steuerbar sind. Und das Dach gibt es in einem hellen Ton oder eben einem dunklen Ton. Beim Farbericht haben wir euch den hellen gezeigt. Und jetzt schaut euch mal die Sitze an. Die haben hier so ein Mesh-Design, sind super weich gepolstert, haben hinten auch sehr viel Seitenhalt, weich gepolsterte Kopfstütze auch nochmal, orangefarbener Anschnaller. Airbag steht da drauf, okay. In der Mitte ist die Kopfstütze auch sehr weich. Mittelarmkonsole mit zwei Cupholdern, auch weich gepolstert. Und hier kann man eben auch nochmal die Durchreiche nutzen. Wie findest du die Sitze, Jan? Gut. Gut, ne? Hier unten ist eine Simply Clever Lösung. Warum? Man kann hier beispielsweise Cupholder nutzen, aber man kann das ganze Teil auch wegmachen und hat hier unten eben einen komplett freien Mitteltunnel, kann sehr bequem in der Mitte sitzen. Zwei USB-C-Anschlüsse, warum die so seitlich angebracht sind, weiß ich nicht, aber ist ja nicht so schlimm. Eine Sitzheizung nach hinten und hier dann eben auch nochmal eine Lüftungsdüse, die man steuern kann. Geht auch hier wieder einfach zum Reinklicken. Ich persönlich würde es wahrscheinlich aber nicht benutzen, weil lieber in der Mitte ein bisschen mehr Platz haben. Apropos Platz, nach vorne hin drei Fäuste, nach oben hin zwei Fäuste bzw. zweieinhalb, gleicher Radstand wie beim Enyaq, wirklich sehr großes Auto. Hier dann wieder weiche Kopfstütze, lässt sich auch in der Höhe einstellen. Alles sehr gut verarbeitet, kleines Fach hier dann auch nochmal fürs Handy, größeres für ein Tablet oder so, und wir haben keine Einstiegsleiste, oder? Jan hat keine Schuhe an, genau, damit er hier nicht so laut ist. Und bei der Tür ist es jetzt so, dass es hier erstmal wieder so eine kleine Jalousie gibt, die man manuell zumachen kann. Hier oben ist Kunststoff, das Designelement finde ich schön, sieht modern aus, integriert ist dann auch nochmal eine ambiente Beleuchtung. Hier ist dann auch nochmal ein Türöffner, und unten drunter ist, genau da drüben seht ihr es dann auch noch, unten drunter ist dann alles sehr weich gepolstert.
Hier wieder so ein bisschen Kunststoff. Das Teil mag ich nicht so gern bei Skoda, aber das ist wirklich das Einzige, was ich hier drin so wirklich kritisieren muss. Und das ist auch Geschmack. Und hier dann eben auch nochmal sehr viel Platz in der Tür. Jetzt gehen wir aber vor und sprechen über die Motoren und darüber, ob es einen Frunk gibt. Ich habe es ja gerade schon angeteasert, einen Frunk gibt es nicht, aber sehr viele Motoren zur Auswahl. Die kleinere Variante hat 60, heißt 60, dann gibt es ja eben noch, nee, es gibt den 50er, den 60er, den 85er und den 85er X. Die kleine Variante hat 170 PS, danach kommen eben 204 PS, dann hier in dem Fall 286 PS oder eben 299 PS bei der Allrad-Variante. Die kommen dann 350 Kilometer beziehungsweise 390, 560 Kilometer oder 550 bei der Allrad-Variante. Wir haben heute schon einen kleinen Fahrbericht gemacht und da hatten wir einen Verbrauch bei dem hier jetzt von 16 Kilowattstunden, was wirklich richtig gut ist. Die Beschleunigung hat sich auch gut angefühlt, aber mehr technische Daten habe ich leider zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Doch, die kleineren fahren 160 km/h Vmax, der hier 180 km/h Vmax. Jetzt würde ich aber vorschlagen, wir gehen in den Innenraum. Jan kommt auch noch dazu, wir werden über das Infotainment-System sprechen, über die Sitze und am Schluss gibt es noch ein Fazit inklusive Preise. Ich hoffe, ihr habt Lust und kommt mit! Weiter geht's jetzt mit dem Innenraum und zuerst schauen wir uns mal das Dach hier oben an. Das ist nämlich komplett in Schwarz gehalten, sieht richtig sportlich aus und die Sitze sind für mich persönlich ein Highlight. Warum? Schaut sie euch mal an. Richtig weiche Kopfstütze, lässt sich ja auch in der Höhe einstellen, hat eben diese orangefarbene Nähte. Breite Sitzfläche, die dann auch nochmal so strukturiert ist und super angenehm auf der Haut ist und unten auch nochmal super viel Sitzfläche. Der Sitz lässt sich elektrisch einstellen, geht auch ganz einfach hier eben nach vorne und nach hinten und man kann vor allem auch die Neigung der Lehne einstellen. Die sind richtig bequem. Wenn wir jetzt gemeinsam den Schwenk vorbei am Lenkrad machen, das unten abgeflacht ist und wo Skoda ausgeschrieben draufsteht, über das 5 Zoll große kleine Cockpit vorne, hier das Display hat ungefähr 12, 13 Zoll, über das Dashboard in die Tür seht ihr, dass das alles hier nach Design Collections nochmal strukturiert ist. Das bedeutet, man hat hier quasi schon so vorkonfigurierte Styles, wie zum Beispiel Lounge oder Studio und die ja sind halt geschmackvoll eingerichtet, damit ihr keine Fehler da draußen macht. In der Tür seht ihr dann, dass es hier eine beige, graue Polsterung gibt, eine integrierte Ambientebeleuchtung. Genau, Jan zeigt es euch gerade. Einen richtig schönen Türöffner, der so geschwungen dann auch mal um die Ecke geht. Und ich mag auch die Struktur oben von diesem Designelement neben dem Türgriff. Genau, also es sieht so ein bisschen modern aus. Und unten habt ihr dann eben auch noch mal eine Armauflage. Dieses Plastikteil mag ich nicht so gerne. Aber was ich gerne mag, ist sehr viel Platz unten in der Tür und eine Kantonanlage. Ist da eine Einstiegsleiste? Keine Einstiegsleiste, spart sich Skoda weg. Aber dafür haben wir sehr viel Platz unten im Fußraum. Ganz easy, normale Fußmatte. Und hier oben dann großes Handschuhfach. Oben drüber integriert dann auch nochmal die Ambientebeleuchtung. Hier dann auch nochmal dieses Designelement. Und oben drüber wieder alles schön bezogen in diesem Kunstleder. Hier dann auch nochmal alles strukturiert. Waagrecht angeordnete Lüftungsdüsen. Und ein großes Highlight hier im Innenraum ist, dass man sehr viel Platz hat. Oben gibt es unter anderem zwei induktive Ladeflächen. Es gibt hier einen Cupholder, den man auch nochmal extra trennen kann mit so Nuppel, dass man hier ganz einfach auch als Fahrer die Flasche aufmachen kann. Hier ist ein Ablagefach und da ist übrigens der Schlüssel. Zweimal Münzfach und hier unten drunter ist auch nochmal einfach. Zwei Fächer und schaut mal da rein, das ist wirklich krass, richtig viel Platz. Lässt sich hier auch einfach eben strukturieren, könnt aber auch alles rausmachen. Hier das Teil lässt sich auch in der Höhe einstellen oder nach vorne und nach hinten schieben. Ich zeige es euch. Ne, lässt sich nicht nach vorne und nach hinten schieben, bleibt eben so fest. Oben drüber Display, sprechen wir dann gleich gemeinsam mit Jan und hier dann eben auch noch die wichtigsten Knöpfe, zum Beispiel für die Assistenzsysteme oder für die Fahrmodi. Jetzt würde ich aber sagen, Jan kommt rein, oder? Ach nee, Quatsch, ich habe hier unten noch das große, ja, die große Fläche vergessen. Hier könnt ihr zum Beispiel eine Handtasche ablegen oder einen Geldbeutel und es geht wirklich von hier hinten bis ganz nach vorne. Danke Jan für den Hinweis. Hello. Hello again. Was sagst du zum Auto? Zum Auto. Krass, oder? Das ist ein Brett, ey. Da muss ich, fand's interessant, ne? Da muss ich Tesla, mach ich diese riesige Leuchte hin. Schaut mal dieses Laserschwert an, was ich hier in der Hand habe, ist riesig. Skoda hat gesagt, boah, da muss ich aber Tesla warm anziehen. Und da sieht man schon, wie sich die Machtverhältnisse in der Automobilindustrie elektrisch verändert haben. Kann man echt nicht verstehen, ja. Ne? Boah.
Richtige Größe, richtiges Design, zurückhaltend, moderne Technik. Me likey. Was? Ja, gefällt mir. Me likey. Noch nie gehört? Ich auch nicht, ne? Das sagen nur Teenies. Schmacko-Fatzko. Schmacko-Fatzko. Was sagst du dazu, dass Skoda jetzt hier so ausgeschrieben ist auf dem Lenkrad? Gibt's so noch nicht, ne? In anderen Modellen. Ja, Porsche hat das nicht. Nein, bei anderen Skoda-Modellen. Ja, ja, stimmt. Ja. Ich finde es schöner als das Vögelchen. Es wirkt moderner, stimmt. Wirkt moderner. Aber vielleicht auch nur, weil es neu ist. Keine Ahnung. Das kann sein. Und ein abgeflacht perforiertes Leder. Hinten dran gibt es Rekuperationsstufen für 3, glaube ich, ne, insgesamt. Jan ist ja heute schon... Also sind doch nur 2. Nein, für 3 Stufen gibt's. Ach so, ja, 3 Rekuperationsstufen und einen stärkeren B-Modus. Also im Grunde vielleicht wahrscheinlich sogar 4. Und oben gibt es ein Augmented Reality Head-Up Display, das auch aus dem Enyaq da eben reingekommen ist. Da drüben dann alles zur Einstellung des Lichts. Und jetzt würde ich euch gerne zeigen, dass man hier eben quasi vorne dann nochmal so ein paar kleine Einstellungen hat. Man hat hier jetzt auch immer wieder die Information, dass man das Licht einstellen soll. Ich kann das hier auch auf automatisch stellen, sehr gut. Und normalerweise sollte das jetzt hier durchtoggeln, genau. Und hier habt ihr dann eben auch noch die Sprachsteuerung und eine Lenkradheizung. Jetzt ist die Frage, Slider hier unten ist beleuchtet, aber das ist jetzt nicht so, dass... Da jetzt in der Mitte noch mal was beleuchtet ist, ihr könnt hier aber auch einfach drauf drücken, drüber sliden oder hier auch einfach so, dann funktioniert das. Und das ist ein Kritikpunkt. Ja, aber das ist so ein bisschen beleuchtet, aber trotzdem hätte ich mir hier noch mehr gewünscht, dass man das nachts besser sieht. Infotainment-System ist neu hier drin, ne? Die neueste Generation, das ist die Home-Ansicht, sieht sehr übersichtlich aus. Oben habt ihr nochmal so Shortwahl-Punkte, die ihr dann immer wählen könnt, ne? Könnt euch da auch nochmal was reinkonfigurieren. Zum Beispiel, wenn ihr immer die Position des Head-Up-Displays einstellen wollt, könnt ihr das oben drin haben. Und hier unten gibt es dann auch nochmal die Einstellung für die Sitzheizung, für die Klimaautomatik. Und hier kommt er eben immer wieder zu Home, Musik, Telefon, Navigation oder eben zu den Apps. Ist einfach strukturiert. Unten drunter gibt es auch nochmal die Knöpfe, zum Beispiel für die Assistenzsysteme. Zum Beispiel, da könnt ihr euch dann angucken, was hier alles gibt. Wirklich alles für teilautonomes Fahren Level 2. Hier dann nochmal in einer schöneren Ansicht. Ja, da sind noch Placeholder drin, nicht erschrecken. Verschiedene Fahrmodi, Eco, Komfort, Normal, Sport. Und bei Individual sieht man dann eben, was man dann auch noch einstellen kann. Hier kann man dann zum Beispiel, wenn man das... Ach, da hat es DCC. Genau, der hat DCC. Das heißt, man kann es in sehr vielen Stufen einstellen. Das, was wir heute gefahren sind, den Aeroc, der hat das leider nicht. Lenkung kann man einstellen, Antrieb, Fahrsound kann man auch einstellen, sportlich oder normal. Und die Klimatisierung. Genau, und hier apropos Klimatisierung, hier geht sie an oder auch eben aus. Es gibt auch ein Smart Climate, dass man einfach zum Beispiel sagt, frische Luft oder Füße wärmen oder Hände wärmen. Also auch für Doofe quasi zu verstehen, wie mich. Willst du sagen, dass unsere Zuschauer doof sind? Nö, ich check nie, wie Klimaanlagen funktionieren, deswegen hilft mir das immer sehr, wenn es sowas gibt. Ich glaube, Jessie fühlt sich besser als ihr. Auf gar keinen Fall. Okay, und dann gibt's... Tut sie nicht. Nein, tue ich nicht. Also Apple CarPlay... Manche Leute verstehen ja meinen Humor irgendwie auch nicht, gell? Alles gut. Apple CarPlay, Android Auto gibt es auch und hier sind die ganzen Apps. Zum Beispiel zum Fahrzeug. Seht ihr dann hier wieder den Placeholder, nicht erschrecken, in oder auch außen. Den Status, Verbrauch hatten wir heute 16 Kilowattstunden, was wirklich richtig krass ist. Wenn wir jetzt hier wieder zurückgehen, oben auf das kleine Autochen, Assistenten habe ich euch schon gezeigt. Ambiente Beleuchtung kann man zum Beispiel noch individuell einstellen. In der Helligkeit kann dann hier beispielsweise dann auch verschiedene Moods einstellen. Ocean, Winter, Skoda oder das eben auch ganz oft an die Fahrmodi koppeln. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Funktion. Und jetzt würde ich sagen, machen wir vielleicht noch eine Sache. Wir probieren mal die Ladeplanung aus. Keine Ahnung, ob es hier drin funktioniert. Navigation findet er immer hier unten. Aber er hat sie, ne? Und weißt du, was er auch hat? Batterievorkonditionierung. Genau, und zwar manuell und auch automatisch. Bedeutet, wenn ihr die Ladeplanung macht, wenn sie funktionieren sollte und er weiß, ihr fahrt jetzt zu einem zum Rüssel, bitte fahre Stecker, ja, dann macht er den Akku deine auf die richtige Miete Temperatur. Und jetzt seht ihr das. Ihr könnt auch die Ladesäulen skalieren, je nach Ladedruck zum Beispiel. Könnt euch das dann anzeigen lassen, zum Beispiel, wie das funktioniert. Da E-Routenplanerei machen und da könnt ihr dann eben auch nochmal einstellen, ob die zum Beispiel die Reichweite am Ladestopp, wie viele Kilometer ihr haben wollt, Reichweite am Ziel, was ganz cool ist. Und was ich mag, wenn man mal zurückgeht zur Karte, ist diese Sache. Denn ihr könnt hier also nach Ladedruck anzeigen lassen, Powerpass kann hier reinkommen und die Vorkonditionierung funktioniert halt, sollte auch funktionieren. Aber dafür wird es irgendwann noch einen Fahrbericht auf diesem Kanal geben. So. Haben wir alles hier erzählt? Mm-mm. Ich würde den Blinker gerne noch zeigen. Das habe ich nämlich vergessen. Großer Fehler. Danke, Jan, dass du jetzt da nochmal rausspringst. Also ich finde das Auto richtig cool. Ich sag euch, wie es ist. Bam. Jan hat es auch gesagt. Sagt er nicht oft.
direkt gesagt, das wird ein Brett. Aber jetzt nehme ich vielleicht zu viel vom Fazit vorweg, oder? Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Ja, tell me. Das ist ja kein Werbevideo. Nö. Ne? Auch wenn wir das Auto gut finden. Aber um die Glaubwürdigkeit noch ein bisschen mehr zu unterstreichen, gefällt dir auch irgendwas nicht? Ja, ich mag diese Plastikteile hier an der Seite nicht und ich würde gerne den Preis wissen, weil der Preis ist natürlich brutal entscheidend in dem Segment. Vielleicht weißt du ihn jetzt ja im Fahrzeug. Fazit. Zumindest mal grob. Ey, ich habe eine allergische Reaktion, glaube ich, gegen die Sonnencreme. Oh, aber die hätte ich hier im Keller gar nicht gebraucht. Ich bin jetzt weg, Jessie macht ein Fazit. Und das Fazit wird, das wird Star Wars-like, würde ich mal sagen. Das beste Fazit, was auf YouTube hier passiert Immer. Ist. Immer, also alles. Es passierte nicht oft, aber Jan hat heute dieses Auto gesehen und hat direkt gesagt, der wird erfolgreich. Ich sehe es genauso und warum das so ist, werden wir jetzt in diesem Fazit gemeinsam besprechen. Erstmal möchte ich euch aber eine Sache zeigen, die ich wirklich richtig schön finde, und zwar die Coming Home und Leaving Home Animation. Wenn man nämlich das Fahrzeug hier anmacht, dann fährt das Licht hier einmal so komplett durch um die Ecke, ist richtig schick, und ich kann natürlich auch den Kofferraum hier öffnen, geht elektrisch auf mit dem Schlüssel und kann ihn eben dann auch wieder entspannt schließen. Das machen wir jetzt auch mal wieder direkt. Bisschen länger draufdrücken, dann klappt das auch. Die Farbe ist wirklich sehr schön, kommt jetzt in dem Licht gar nicht so arg rüber, ist jetzt auch schwierig, das hier eben in dem Studiolicht zu machen. Ihr habt es jetzt gerade auch schon gesehen, der blinkt leicht auf, wenn er eben richtig zugegangen ist. Sehr clever, sehr süß. Also, Modern Solid, die nächsten 6 Elektroautos von Skoda sollen eben dieser Designphilosophie folgen. Ist alles ein bisschen mit Ecken und Kanten, gleichzeitig aber sehr glatt gestaltet, und ich finde es wirklich ein sehr klassisches, sehr zeitloses Auto. Ich bin gespannt, was ihr sagen werdet. Ich finde hier vorne übrigens auch die Front schöner gelöst als beim Enyaq, weil mir dieses Crystal Face nicht so sehr gefällt. Jetzt machen wir hier vorne auch nochmal auf und gucken mal, wie es aussieht. Okay, er blinkt einmal durch. Auch sehr schön. Schöne Leuchten, wie gesagt. Es gibt eben auch die Option, dass hier dann alles auch noch durchgehend beleuchtet ist. Und als nächstes würde ich mit euch gerne über den Innenraum sprechen. Der Innenraum ist nämlich super modern. Ich mag die Sitze, die sind weich gepolstert, die sind richtig schön mit diesen orangefarbenen Elementen. Und es gibt eben sehr viele Simply Clever Funktionen, unter anderem eben den Schirm. Es gibt aber eben auch hier diese kleine Funktion für die Zettelhexen, dass man da vorne das Parkticket reinmachen kann. Und super viele Motoren, super viele Akkuvarianten, und ich glaube, jetzt war es tatsächlich das mit dem Licht, jetzt kann ich es nicht mehr an- und ausmachen, aber kann den Kofferraum nochmal öffnen und schließen, ich mache es jetzt einfach mal. Ihr könnt euch dazu entscheiden, einfach die Akkuvariante oder die Motorvariante zu nehmen, die sehr klein ist. Heißt, ihr habt keine so krasse Reichweite von 350 Kilometern, aber eben einen günstigeren Einstiegspreis. Könnt aber eben auch bis zur 85 bzw. 85X Variante gehen. Da hat er dann eben ja eine Reichweite von bis zu 560 bzw. 550 bei der Allrad Variante. Jetzt sprechen wir über den Preis, und den weiß ich zum aktuellen Zeitpunkt leider noch nicht. Aber ich kann euch sagen, dass er wahrscheinlich zwischen dem Karoq, der ja bei 33.000 Euro beginnt, und dem Enyaq, der bei 49.000 Euro beginnt, liegen wird. Das ist jetzt eine große Spanne, ich weiß aber, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was er euch wert wäre, wie ihr ihn findet, und abonniert hier auch den Kanal. Hier gibt es nämlich jeden Tag um 17 Uhr ein Video von Jan oder auch von mir. Seid ihr bestens informiert, dann hoffe ich, dass wir uns morgen wiedersehen. Bis dann, Freunde.